Herzlich willkommen zu meiner Folge Karte Info Thüringen. Wir verkaufen jetzt eine Ladung Holz und dann schauen wir weiter, dass wir unser Silo gebaut kriegen, beziehungsweise aufgestellt. Und dann wollen wir sehen, was wir noch machen können. Ein paar Stämme liegen ja noch, wir können ein bisschen fräsen. Oder wir müssten noch mal fräsen, aber ansonsten, tja. Ach, die Drescher hinfahren zu den Feldern, um dort näher beginnen zu können. Das werden wir ja machen. Nach dem Silo. Einer ist schon da. Ein schwarzer Drescher. Und die anderen drei wollen auch noch entsprechend rausgefahren werden. Dann müssen wir noch Überführungskurse einfahren mit Kursplay. Also eine Kleinigkeit, die wir machen müssen. Alles verkauft. Ja, da war nicht so voll. Aber das Geld reicht für Silo, das anscheinend. So. Wenn es Sonntag voll ist, wird auch ein schöner Advent. Ist immer schwer zu sagen. Ach, Regen, das hatten wir lange nicht. Müsste der zweite Advent sein normalerweise. Denn der erste ist heute. Habe ich keinen gegrüßt, keinen gewünscht. Schade. Ich habe mich angedacht. Ich muss mal kurz für entschuldigen. Bin ein bisschen tüdelig. Und bringe auch die Reihenfolge der Folge durcheinander. Bei der Aufnahme jedenfalls. So, jetzt fahren wir nicht auf den Weg. Ich merke ja, wie Auto dreht. Motor ausmachen und nicht. Jetzt werden wir das Silo aufstellen und mal kurz hinlaufen. Hier könnte man Gras mähen und Ballen pressen, aber das lohnt sich nicht. Zu wenig Fläche. Und hier noch ein bisschen weiter entsprechend später mit unserem Hof. So, das Mischfutter haben wir jetzt genug sicherlich. Jo, haben wir auch richtig Feld gewählt. Ja genau, richtig. 50, 25, 25. Das Futter haben wir jetzt genug. So, Silo. Das Silo sollte eigentlich hierher. Jetzt können wir es auch sehen. So. Mal sehen, wie groß das ausfällt. Fällt sehr groß aus. Ja, die müssen ja zumindest von beiden Seiten rankommen. Also deswegen, da ist die Halle. Wir müssen uns mal selber ein bisschen drehen. Also rein theoretisch, weil da müssten wir auch die Halle wegnehmen. Da wäre auch ungünstig, weil wir die Fahrzeuge gar nicht mehr durchkommen. Da musst du die Fahrzeuge hinten durchfahren, die zweite Halle auch vielleicht. Und hier so schräge rein. Man kann zwar gut einfüllen, aber nicht leer machen. Schlecht. Wie gesagt, es geht daran, dass wir im Prinzip, wir müssen ja
auch entsprechend wieder ausholen können. Und das ist dann hier ungünstig, hier kein Platz ist mehr. Muss man entsprechend das Gelände anpassen. Bis zum Haus ist ein bisschen Platz. Dann packt eine Garage. Man könnte ja im Prinzip um die Hallen rumfahren, ne? Das muss man erstmal Gelände machen. Wenn das Gelände nicht geht, haben wir ein Problem. So, das heißt hier mal Hilfe-Menü machen. Wir kennen ja auch nicht alles aus, ne? So. So, angleichen und angleichen. Das muss man ein bisschen größer machen. Angleichen heißt hier ein bisschen. Jetzt geht es ganz klein. Es angleicht, er muss ja hier im Prinzip nochmal die Runde fahren können. Das heißt, wir müssen das hier, ja, das ist blöd. Mit der Leitung ist man so doof. Oder machen wir hier Backup fahren und wieder hoch? Ist auch schlecht. Wir werden hier mal angleichen. Das heißt, Mausrad drücken. Angleichen geht nicht. Planieren, wenn wir nehmen. Schöne Geld geht weg. Wir müssen ein bisschen gewinnen am Platz. Wir hätten vorher die Bäume entfernen müssen. Tja, das ist Geld fürs Ding weg, ne? Für die Halle. Ich merke da wieder mit der Kosten. Wenn wir das hier so machen, dass wir Überleitung fahren können, dann geht's auch, ne? Das wird nicht funktionieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Leitungen Kollision haben oder nicht. Tja, gut. Oder nicht gut. Vielleicht reicht auch die Runde aus. Wir werden mal ganz kurz gucken und einmal Holz kaufen. Oder mit Futter verkaufen geht auch. Weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Setzlinge, ach so, das kann man ja auch machen, aber das ist jetzt hier. Das ist Mist. Glaube ich jedenfalls, oder? Obst. Gülle und Mist. Das Silage. Ah, Mischfutter gibt nicht. Nur Milch. Und Milch haben wir noch keine. Ups. Erntereif. Der Gras kann man ja mähen, ne? Das geht ja kein Problem. Oder kaufen wir eine Fuhre Silage und dann geht's rein in den Silo. Ja, auch viel Geld verdient. Das LKW, da ist er. Das werden wir machen. Wir werden einmal Silage kaufen. Geht ja nicht anders. Was wenn wir Holz machen? Möchte ich auch kein Holz mehr machen, das ist ja schon ganz so toll. Hätte man vorher einen Plan machen müssen vom Hof. Aber das funktioniert sowieso nicht. Weil man die Maße nicht im Kopf hat. Beziehungsweise das nicht so umsetzen kann. Ja. Ist es bald reif, ne? Ich denke mal, jetzt ist heute morgen noch nicht, wenn es 2 Tage stimmt,
damit es noch entsprechend. Ja, 2 Tage. Mit Haut trocknen und eincremen. Ja. Wir kaufen immer Silageballen. Dann verdienen wir uns Geld für die. Ja, für die Halle. Ein bisschen planieren. Es regnet, wie immer. Also auch wenn da so Schnee fällt, da haben wir schon mal eine Probleme. Da können wir vorher unsere Tiere versorgt kriegen. Aber abwarten, ne? Immer den Spruch, wenn das alles am Schnee gefallen wäre, würden wir absaufen im Schnee. Aber meistens ist ja so, dass die Luft, die den Regen bringt, oft zu warm ist. Da sind mehrere Felder, die jetzt reif aussehen, aber noch nicht sind. Aber die wachsen nicht mehr, das ist vorbei. So, Ballen kaufen. Ballen, Ballen, Ballen. So, was kaufen wir am besten? Viel. Wenn wir hier mal hinstellen und dann gleich kaufen. So. Machen wir auf. Auflademodus. P. Ne, das ist verkehrt. PC und auch nicht. Okay, war schon richtig. Paletten. Na, auch verkehrt. Ballen was gewesen. Ballen, Silageballen. Gibt es auch andere Ballen? Nö. So, machen wir mal. Und gleich gucken, ob er aufgeladen hat. Das ist wichtig, immer gleich entsprechend 17.600. Ziemlich teuer. Ich habe nicht mitgezählt. Dann nehmen wir voll. Also 80.000 und 80.000 und 17.000. Also gut 100.000, die wir bezahlt haben. Ja. Also musste die BGH mindestens dasselbe wieder rausbringen, ne? An Geld. Dann wäre es optimal. Aber was wäre, wenn nicht, ne? So, so, so. So, Richtung Hof fahren. Und dann sind wir die Folge zu Ende. Regen, Regen, Regen. Aber es ist hier extrem dieses Jahr. Letzten Jahr war es nicht so extrem.
gut für den Wald. Der mackert nicht so heiß. Beziehungsweise trocken. Guck, da war Baum. Die Straße abgekommen. Normal. So, da sind wir wieder angekommen. Das Feld noch kaufen könnte, die 13 mit Soja, das wäre relativ wenig Arbeit und einen Tag an Geld, aber das ist, glaube ich, nicht bezahlbar. Selbst wenn ich die anderen Felder alle abernte, dann war nichts. So, da sind wir angekommen. So. Mal wird mich in einem Balken noch gezogen kriege. Das war was Geld, ne? Radius. Schade. Und rückwärts. So, liebe Tor, das soll es vorher gewesen sein. Ich sage noch viel mit dem Winkel. Ich danke fürs Reinschauen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaust. Ja, dann hört und sieht man sich dazu nächsten Mal. Tschüss.